Die E-Auto-Welt teilt sich meistens in zwei Kategorien auf. Die Hightech-Superautos, die sich keiner leisten kann, und die Autos, die man sich leisten kann, aber technisch eher so ein bisschen langweilig sind. Eine Ausnahme schon ewig ist dieses Auto, der Kia EV6. Und der ist jetzt grundlegend überarbeitet worden. Mehr als nur diese Front. Das heißt, der hat sich viel, viel, viel getan. Und das ist das Auto, von dem ich damals vor Jahren schon behauptet habe, das ist die Tesla-Alternative, wenn du was kaufen willst, weil es technisch einfach alles drin hat, was man haben möchte. Und damit hallo und herzlich willkommen im CarRanger Einblick mit dem 2025er Modelljahr vom Kia EV6. In dem Fall nicht als GT, sondern ein Earth. Es gibt also auch neue Ausstattungslinien. All das seht ihr jetzt. Diese Folge wird euch präsentiert von Echt Autos. Autos einfach online kaufen. Das hier ist ein Kia EV6. Der ist schon ein paar Jahre auf dem Markt und ich habe euch damals einen gezeigt. Der war grün, hatte Allrad. Heute also so ein bisschen Gegensatztag. Wir haben Rot, wir haben nur Hinterradantrieb und wir haben das Facelift. Und mir hat sich so viel getan, dass ich der Meinung bin, das sollte ich euch mal gezeigt haben und wir können euch abstimmen oder unten abstimmen, lohnt sich das. Und aus meiner Sicht hat Kia hier die richtigen Schritte gemacht. Der größte, wichtigste Schritt für mich allein schon, wir haben innen wenig bis kein Schwarzhochglanz mehr. Diese ganzen Abdrücke von Staub, Händen und Co. haben sich damit erledigt. Aber dazu kommen wir im Innenraum. Das heißt, wir fangen außen an, reden dann auch ein bisschen über die Technik, wenn wir dann schon mal da sind, springen dann zum Innenraum, fahren eine Runde und am Ende gibt es ein Score. Und mit dabei meine Frau und ich lade dich auch gleich ein, etwas dazu zu sagen. Du hast dich vorher mit dem Kia EV6 weniger beschäftigt als ich, weil ich habe ihn nicht nur vorgestellt, ich bin auch eine Elektro-Rallye mit so einem Auto in Blau gefahren. Also ich bin schon, habe da schon ein paar tausend Kilometer drauf runter. Deswegen ist jetzt die Frage, wie findest du den? Ich mag den optisch sehr von außen und ich finde, ich weiß nicht, ob es an der Farbe liegt oder an was anderes, der wirkt kleiner, als er tatsächlich ist. Mhm. Und ich liebe es, dass dieses Schwarz-Hochglanz innen drin tatsächlich raus ist. Also jetzt leider nicht komplett, das wäre so mein Vorzugsweise ja. Für mich gewesen, aber so zum größten Teil. Und ich finde, optisch macht das schon viel her. Nur die Felgen mag ich nicht. Genau, also es gibt neue Felgendesigns. Es gibt zwei verschiedene 20 Zöller, einmal für den Earth, einmal für den GT-Line. Und es gibt auch 19 Zöller für beide Varianten. Hier also die 20 Zoll für den Earth mit drauf. Aber ganz spannend ist jetzt halt die Designänderung. Und es gibt noch ein, zwei Kniffe beim Bestellen. Also das eine ist Star Map. Ist ja das, was man mit den Leuchten bei Kia haben möchte. Das bedeutet, dass diese einzelnen Punkte, die sich immer miteinander verbinden, das haben wir auch hier, und diese adaptiven LED-Scheinwerfer, andere würden jetzt Matrix-LED dazu sagen, die sind nochmal verbessert worden. Das heißt, du hast mehr LEDs für eine bessere Ausleuchtung, hat sich was getan. Und hätten wir jetzt einen GT-Line, wäre die Optik tatsächlich anders. Das heißt, hier vorne würde man übergehen an ein weiteres Leuchtelement, das in der Mitte das Ganze verbinden würde. Das haben wir nicht, weil wir einen Earth haben. Und wir haben hier diesen Schwarz-Hochglanz. Den würde ich persönlich gerne loswerden. Das geht auch. In dem Moment, wenn man sich nämlich einen GT-Line nimmt, sind diese Elemente hier alle in Wagenfarbe. Anstelle von dem Schwarz-Hochglanz bin ich kein Freund von. Aber ich muss sagen, in diesem Rot, das ist eine schöne, stimmige Kombination aus meiner Sicht. Immer wieder abenteuerlich finde ich zum Beispiel die Form vom Spiegel, weil das wölbt sich hier so schön. Und sowas wird halt immer fortgesetzt. Das heißt, der Spiegel trifft sich hier hinten in dem kleinen Flügelchen sozusagen. Aber auch hier aus der Dachkante, wie das nochmal rausläuft, finde ich sehr beeindruckend. Und die schönsten Stellen aus meiner Sicht. Hier unten aus dem Schweller kommt diese Linie. Und die läuft hier hinten 1:1 in den Reflektor bzw. die Rückleuchte über. Ja, ich stehe zu lange da, er will hinten den Kofferraum aufmachen. Und diese Linie hier ist ja wieder parallel zu der. Und dann baut sich hier gleichzeitig so eine große Fläche auf. Ja, ich habe es verstanden, Auto, dass du gerne aufmachen willst. Und diese Fläche ist so prägnant. Und das ist gut, da kannst du mal rumkommen. Das können wir nämlich gleich den Leuten zeigen. Du hast hier eine LED noch befestigt, montiert, angebracht, wie auch immer. Und das ist die Silhouettenbeleuchtung. Das bedeutet, wenn dunkel ist, wird diese Fläche hier angestrahlt, um zu betonen, was denn wir für ein muskulöses Auto mit haben. Und das ist eine ganz coole Geschichte. Das Design hinten zeige ich euch gleich. Der Kofferraum hat sich hier ein bisschen vorgedrängelt. Das heißt, das sind 490 Liter im normalen Zustand, 1290, wenn ich umlege. Wenn ich umlegen möchte, easy peasy, Hebel gezogen, weg. Ich kann es auch auf der anderen Seite zeigen, mit welcher Kraft das sich hier umfaltet. Sehr vehement das Ganze. Dann hast du einen schönen Übergang, ganz leichten Anstieg, den haben wir gesehen. Und hier unten runter ist auch noch ein bisschen Platz. Ist jetzt kein riesiger zweiter Boden, aber etwas zumindest. Gibt es auch wahrscheinlich wieder ein paar Sachen, die man nicht aufmachen sollte.
Ah, okay, dann kommst du unten quasi Richtung Technik schon durch. Weil was hier unten drunter ist, ist der E-Motor. Denn beim EV6 gilt die Regel, du hast Hinterrad- oder Allradantrieb. Das heißt, in der Standardkonfiguration ist der Motor hier unten und hier hinten unten drunter. Du hast natürlich auch noch ein Gepäckrollo und zu den Einstellmöglichkeiten bei der Rückbank kommen wir gleich. Der Vorteil ist halt beim Thema Beladen, du hast diese groß und weit öffnende Heckklappe. Das heißt, wenn wir jetzt zum Wettbewerber Tesla schauen, bei einem Model 3 hast du recht viel Platz, aber du kannst schlecht beladen und ein Model Y ist halt schon wieder so zu SUVig. Und das ist eine schöne, aus meiner Sicht, Zwischenform, die wir da haben. So viel zum Thema Kofferraum. Die Anhängelast, da hat sich auch was getan. Das war vorher 1600 Kilo, sind jetzt 1800 Kilo. Vorausgesetzt, du hast den großen Akku mitgenommen. Aber dazu, wie gesagt, sprechen wir in der Technik gleich ein bisschen mehr. Ich wollte erst mal die Star Map abschließen. Das heißt, du hast hier durchgehend ja dieses Leuchtband. Und auch das endet hier wieder in so einer Art Dreieck. Ich muss jetzt auch, wobei, das wird doch wahrscheinlich, wenn ich hier einmal das Auto aufmache. Leuchtest du? So, dann endet das hier unten, ich weiß, für euch flackert es ein bisschen, in diesen Dreiecken. Das heißt, wir haben die Star Map mit drin. Und was wir vorher ja hatten, beim EV6 war das Piano-Bar-Design. Das heißt, du hast wie Piano-Tasten gehabt, die hier dazwischen stehen. Die Piano-Tasten sind nicht weg, die sind jetzt das Bremslicht. Das heißt, wenn man bremst, kommen die einzelnen Piano-Tasten. Ansonsten haben wir die Star-Map. Und immer wieder schön, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, komm mal ran. Du hast hier wie so einzelne kleine Pyramiden, die hier den Blinker bilden. Das heißt, wenn wir das Auto, genau, das siehst du, das kannst du mal blinken. Finde ich persönlich sehr schön, dieses Pyramiden. Was ich ja so toll finde, dass das auch die Struktur dann auch. Genau, also und das fühlt sich auch gut an. Also niemand außer mir fasst sein Auto hier hinten an und streichelt da drüber. Ich persönlich mag das aber. Und ich mag auch, dass, wie gesagt, das Spiegeldesign im Spoiler aufgegriffen wird. Der ist aber beidseitig durchströmt, also eigentlich ein Flügel. Er hat noch diesen schönen Mittelsteg. Und vor allem mein Lieblingsdetail, ich habe diese Linie, die hier hochkommt. Und dann endet sie in dieser Art Entenbürzel. Und das ist eine wirklich tolle Geschichte. Jetzt hast du ein bisschen mehr gesehen. Möchtest du noch was zum Design hinzufügen? Ansonsten gehen wir mal nach vorne. Lass uns nach vorne gehen. Okay, dann war hinten der Kofferraum. 490 bzw. 1290 Liter klingt jetzt nicht super beeindruckend. Aber du hast ja noch ein zweites Fächlein hier. Das heißt, wer Angst davor hat, viel Ladeequipment hinten unterbringen zu müssen, du kannst doch hier was unterbringen. Das ist wohlgemerkt die Stelle mit dem wahrscheinlich schönsten EV6 oder schönsten, größten EV6-Logo am ganzen Auto, wie sie auch diese Finne hier aufbaut. Das ist dafür, dass das eine Stelle ist, die ich sehr selten sehe wahrscheinlich, wunderschön gelöst. Und dann hast du hier einen Griff, kannst aufmachen und hast gut von der Außenwelt isoliert. Also sagen wir mal, einen Rucksack kriegst du auf jeden Fall rein oder halt, wie gesagt, dein Ladeequipment ist eine ganz coole Geschichte, das hier unterzubringen. Ist auch zum Beispiel ein größeres Fach als beim EV3, den wir uns jetzt vor kurzem angeschaut hatten. Warum? Der hat ja hier vorne seinen E-Motor. Hier ist keiner, das heißt, da kann auch dein Fach ein bisschen größer sein. Reden wir ein bisschen über die Technik. Ich versuche euch nicht allzu sehr mit den Details zu langweilen. Aber was man grundsätzlich geschafft hat, ist in die gleiche Batteriegröße etwas mehr Kapazität reinzubekommen. Bedeutet, bei dem großen Akku warst du früher bei, was waren 77,4 Kilowattstunden, jetzt sind es 84. Und auch beim kleinen ist man jetzt hochgekommen auf 63, aber man hat jeweils um ungefähr 8,5% die Kapazität erhöht. Das ist gut. Dann hättest du jetzt Angst, dass du auch länger laden musst dafür, aber gleichzeitig hat man auch die Ladegeschwindigkeiten erhöht. Und das hier ist der Lademeister im bezahlbaren Segment, weil ich habe am Anfang gesagt, ja, Technik von diesen High-End-Modellen. Das heißt, wenn man 800 Volt Technik sagt, dann denkt man an Porsche Taycan, Audi e-tron GT, was quasi das gleiche Auto ist. Man denkt vielleicht noch an Tesla Cybertruck, den ich nicht kaufen kann. Und alle diese Autos kosten sechsstellig. Oder man denkt an den EV6 und einen Ioniq 5. Weil das sind halt die Autos, die diese 800 Volt Technik bezahlbar gemacht haben irgendwo oder schon länger anbieten. Bedeutet, du hast einen Leistungspeak oder einen Ladeleistungspeak von 200. Guck nicht, Grimm, ich beschäftige die Leute. Ich mache mir Sorgen um dich, dass du gleich erstickst und umfällst. Mein Erste-Hilfe-Kurs ist ein bisschen lange her. Zu viel frische Luft. Auf jeden Fall. Man ist von 240 auf 258 kW nach oben gegangen. Und 258 kW Peak in der Ladeleistung ist richtig gut. Wenn du den kleineren Akku hast, was immer noch bei den meisten Autos mehr als ausreichend wäre, 63 kWh, kommst du jetzt von 180 auf 195 kWh. Bedeutet, egal welchen Akku du hast, egal ob jetzt das alte oder das neue Modell, du kommst von 10 auf 80% immer in 18 Minuten. Und das ist halt gigantisch gut. Bedeutet, bei dem Auto kannst du in einer Viertelstunde über 340 Kilometer Reichweite nachladen.
Also da ist dann, da geht die Schere zwischen, wie weit kann ich fahren, ohne für Essen und Trinken anhalten zu müssen, schon langsam auseinander. Und das Auto hat es geschafft, da technisch halt mit dabei zu sein. Was ich aber dann spannend finde, und kannst du gerne mal ein bisschen rumfahren, dann sehen wir wieder ein bisschen Landschaft. Es ist halt nicht nur das Thema Akku. Der große, den wir hier drin haben, wiegt übrigens 476 Kilo. Ist damit 1,5 Kilo leichter geworden als vorher, obwohl er halt mehr Kapazität hat. Es hat sich also nicht nur bei den Akkus etwas getan, sondern zum Beispiel auch die B-Säule hier. Die ist jetzt versteift in ihrer Struktur und die ganze Fahrgastzelle ist damit noch ein bisschen steifer geworden. Das ist zum Beispiel spannend, dass man sowas auch zwischendurch mit integriert. Der E-Motor sitzt, wie gesagt, hier hinten, ist damit relativ nah dran am Fahrgastraum. Das heißt, da hat man noch ein bisschen an dem Thema Isolierung, also vor allem akustisch gearbeitet, damit ich weniger Lautstärke reinbekomme. Man hat das Thema Rathausschalen. Und komm mal bitte ran, damit du siehst. Guck mal, das ist kein normaler Kunststoff, den du hast, sondern es sieht so ein bisschen filzig schon mit aus. Das heißt, hier geht es sehr, sehr arg darum, die Laufgeräusche des Reifens aus der Kabine fernzuhalten. Das heißt, das Auto leiser zu kriegen, war einfach ein wichtiges Thema. Und wir haben dann auch andere Dämpfer hier hinten drin. Bedeutet, das Auto soll komfortabler sein, leiser sein. Eine ähnliche Effizienz wie vorher zu haben. Bei den E-Motoren hat sich ja relativ wenig getan, aber gleichzeitig einen größeren Akku. Und das bedeutet, als Long Range, so wie hier, kommt er nicht mehr auf 528 Kilometer Reichweite, sondern auf 582. 10% mehr Reichweite. Und das ist richtig cool. Und was wir so verbraucht haben und Co., würde ich sagen, zeigen wir jetzt. Aber um ein bisschen besser den Innenraum zeigen zu können, fahren wir nach hinten in den Schatten. Die Leute wollen bestimmt das Auto auch mal fahren sehen. Das heißt, ich fahre, du lässt laufen. bedeutet, einmal in der Mitte den Startknopf. Radio ist wieder laut, sehr gut. So, ihr könnt mich wahrscheinlich trotzdem hören. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also für mich natürlich dieses lautlose Losfahren. Wollen wir einmal Frau Carranger erschrecken? Machen wir doch einfach. Mal sehen, wann sie springt. Ah, das Auto reagiert zuerst. Das Spannende da ist aber, warum, nachdem ich versucht habe, meine Frau umzufahren, ist das Radio angegangen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber jetzt fahren wir auf jeden Fall in den Schatten und beschäftigen uns mit dem Innenraum. Auch da, wir versuchen es ein bisschen zügiger zu machen, weil ich euch ja den EV6 schon mehrfach gezeigt habe. Es macht ja keinen Sinn, das Auto 10-mal zu sehen. Los, los, los! Erst anmeckern und dann ausschließen. So ist es. Nein, 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 alles gut. Das Auto hat übrigens verhindern wollen, dass ich knapp an dir vorbeifahre. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Achso, du wolltest mich überfahren. Ich wollte knapp an dir vorbeifahren. Okay, also auch zu mir überfahren wäre das ein perfekter Ort. Das würde niemand wissen. Während eine Kamera läuft, das ist nicht clever. Aber egal, kommen wir zum Auto und ich wollte es ein bisschen kürzer machen, weil ich habe mir den EV6 ja schon mehrfach mit euch Zuhörern zusammen angeschaut. Das heißt, ich habe immer noch hier die sehr ähnliche Gestaltung vom Innenraum, aber die witzigste Botschaft, ich habe zwar hier den Hochglanz immer noch, aber hier alles, was in der Mitte ist oder auch zum Beispiel hier in der Tür, wo ich meine Hand auflege oder auch oben beim Türgriff, ist jetzt in einer gebürsteten Optik. Also ich finde es auch von der Haptik auch sehr schön. Es fühlt sich richtig klasse an. Also es sieht nicht nur nach gebürstet aus, sondern es fühlt sich auch so an. Genau. Ist aber wohlgemerkt gebürsteter Kunststoff. Also das ist jetzt kein Metallelement, was man hier hat, sondern es ist ein Kunststoff. Sieht aber gut aus, fühlt sich gut an. Und vor allem, wenn ich jetzt hier mit meinen Fingern drauf beginne, das sieht viel besser dann aus. Also es ist ein toller Gedanke, großes Lob dafür. Wofür ich schon immer gelobt hatte, ist hier diese Umschaltoption zwischen der Klima und meinen Multimedia-Funktionen. Das heißt, ich kann entweder mein Klimasetting haben oder ich kann jetzt hier oben auf mein Map gehen, mein Home gehen, mein Media und so weiter. Finde ich, ist wirklich clever organisiert. Auch hier unten den Platz zu nutzen. Viel Strom in der Ecke, eine große Ablagemöglichkeit, das finde ich gut. Ich mag auch, dass das Material hier in der Mitte, also wie es sich anfühlt und dass es dem optisch vom Armaturenbrett sehr ähnlich ist, finde ich gut. Neue Lenkraddesigns gibt es so wie hier in 2-Speichen oder im 3-Speichen-Design beim GT. Immer zweifarbig, aber auch hier zum Beispiel die Tasten, die sind nicht hochglanz, die sind matt. Das finde ich richtig gut, wie man das gemacht hat. Fühlt sich toll an, ist auch ein Kunstleder. Auch das hier ist ein Kunstleder, sitzt kein Echtleder, aber da, ich weiß, sie sagen alle, oh, dann kriege ich nur Kunstleder für das Geld. Was willst du denn mit echtem Leder? Ich persönlich bin großer Freund vom echten Leder, aber ich finde die Haptik hier ist genauso gut, es ist genauso nutzbar, was Lüftung angeht, genauso freundlich, was die Reinigung angeht. Finde ich toll. Apropos Lüftung, da sind hier die Tasten, auch die sind nicht Hochglanz mehr, sondern matt.
Tolle Geschichte, muss ich sagen. Und hier oben in die Displays nehme ich euch einfach mal ganz kurz selbst mit. Das heißt, hier vor mir ist mein Kombi-Instrument. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel einmal durchrollen durch meinen Bordcomputer. Und wir sehen, auf unserer heutigen Fahrt haben wir bis jetzt 15 Kilowattstunden verbraucht. Ich kann aber auch sagen, nee, zeig mir doch in der Mitte die Navigation oder meine Assistenzsysteme. Wenn ich in den Sportmodus gehe, kann ich ja machen. Ich drücke auf meinen Drive-Mode. So, dann drehen sich hier diese Anzeigen um. Im MyDrive ist es wieder ein Standard und wenn ich ein Eco bin, habe ich sowas Vertikales. Das kann ich natürlich auch immer, je nachdem, wie ich es gerne hätte, einstellen. Ich habe aber keine große Kartenansicht oder ähnliches hier. Was halt praktisch ist, ist immer, dass mein toter Winkel dargestellt wird. Ich frage mich halt nur, warum ist der Kreis rund? Warum nehme ich nicht diese Form, die ihr zum Beispiel jetzt rechts bei der Reichweite seht, warum nehme ich den nicht mit auf? Und die Reichweite wird echt pessimistisch gerechnet. Wir haben den großen Akku drin. WLTP-Angabe für die Reichweite 582 Kilometer, WLTP-Angabe für den Verbrauch 16 Kilowattstunden. Wir fahren mit 15,2 und ich habe trotzdem nur 350 Kilometer Reichweite und würde auf 400 Kilometer insgesamt kommen. Das ist, glaube ich, einfach sehr zurückhaltend. So, aber was? Warst du zu früh? Nee, ich habe mich nur verwundert, dass du mich so beobachtet hast. Aber das Kombi-Instrument habe ich gezeigt, dann kannst du auch das Ganze gerne wieder nehmen. Zu dem Display hier oben, auch da die neue Bedienoberfläche, da hat sich ein bisschen was getan. Hier in den Setups, es wäre zu viel, um es jetzt zu zeigen. Die Sprachbedienung funktioniert aus meiner Sicht echt gut. Das ist so ein großer Vorteil, den ich auf jeden Fall habe. Ich kann die Ambiente-Beleuchtung, die sich auch verändert hat, in 64 Farben einstellen. Mal guck mal hier, die ist dünn und wird dann da auch ein bisschen dicker. Das ist auch wieder das Thema StarMap. Das heißt, so wie es bei den Scheinwerfern ist, habe ich es auch bei der Beleuchtung innen. Habe dann auch hier so einen Beleuchtungsbogen und vor allem auch hier unten an den Fußmatten. Das sieht schon echt alles ganz cool aus, muss ich sagen. Hab Apple CarPlay, Android Auto, Wireless. Das ist da so eine Neuerung, die für viele eine Verbesserung ist. Und das Ganze ist halt so ein Curve-Screen aus diesem 2x12,3 Zoll Display. Und ich habe noch ein schönes, großes Vollfarb-Head-Up-Display, das mir auch natürlich die ganzen Navigationsinfos gibt, die Geschwindigkeit, die erlaubt ist und Co. Geschwindigkeit, die erlaubt ist, wichtiger Punkt. Viele stören sich ja immer an der neuen Tempolimit-Warnung, die einfach eine Vorgabe ist. Da einmal lange drücken. Und schon geht das Ganze aus. So, dann kommt hier so ein kleines Muted-Symbol quasi mit dazu. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Bedeutet jetzt, dass meine Tempolimit-Warnung quasi guckt. Ach so. Warte, ich mach mal es einfach so. Das heißt, ihr seht quasi, hier ist kein Tempolimit, bin ich auf dem Parkplatz. Jetzt würde er mich warnen. Wenn ich jetzt einmal lange gedrückt halte, kommt so ein kleines Ich bin lautlos geschaltet Icon mit dazu. Wenn ich nochmal lange drücke, ist das wieder da. Einfacher kann es nicht sein, um den Gesetzen irgendwie zu entsprechen. Ich habe jede Menge Platz, aber du meintest ja auch, man fühlt sich hier schön integriert. Und während ich nach hinten gehe, bitte sag du mal zwei Sätze. Wie findest du den Innenraum? Ich mag den Innenraum sehr und ich mag es, in so ein Auto eingeschlossen zu sein. Also so, dass ich noch Platz habe, aber trotzdem noch das Gefühl, ich sitze in einem Fahrzeug und das erfüllt es. Also du hast hier Platz und trotzdem das Gefühl, ich sitze in einem Auto und das passt auf mich auf. Mhm. Also ja, du hast auf jeden Fall jede Menge Platz. Jetzt sieht man auch hier hinten, ich habe den einmal den flachen Boden. Warum? Ich brauche keine physische Verbindung zwischen vorne und hinten. Unter mir ist der Akku, das heißt, ich kann nicht ganz so tief mit dem Sitz, wie ich es gerne hätte. Das wäre so ein bisschen ein Kontrapunkt. Habe hier aber super viel Platz. Das heißt, auch wenn ich vorne sitzen würde, könnte hinter mir noch ein 2-Meter-Mensch ohne Probleme sitzen. Das geht auf jeden Fall. Ich kriege Strom jeweils hier an den Sitzen mit USB-C. Habe hier noch Ablagemöglichkeiten. Der Kunststoff hier ist relativ einfach. Wenn ich aber an unsere Kinder denke, finde ich das gar nicht so schlimm, weil du dann einmal mit einem nassen drüber gehen könntest. In der Tür das gleiche wie vorne, auch hier dieser Mittelbereich, da wo mein Arm ist, der ist schön gepolstert. Also das macht Freude. Einstiegsleisten gibt es vorne wie hinten, zumindest in ihrer Funktion. Optisch macht das nicht ganz so viel her. Warum? Ist ja kein GT-Line. Beim GT-Line könnte man da ein bisschen schöner mitspielen. Und dann seht ihr auch hier, ich habe es jetzt mal unterschiedlich, du kannst die Neigung von der Rückbank noch einstellen. Das ist eine ganz praktische Geschichte. Und wenn du so ein nerviges Klappergeräusch loswerden willst, hilft dir nicht nur die Schlaufe hier, sondern du hast hier auch immer so ein Kunststoff. So, dann machst du das nämlich einmal hier rein. So. Und jetzt ist der Gurt so eingefasst, dass hier nichts groß klappern kann. Und das ist halt so ein nettes, praktisches Detail. Gut, dann, wir haben das Auto uns außen angeschaut, finden wir gut. Wir haben die Technik besprochen. Mehr Akkugröße, finde ich gut. Dann ist ja jetzt dieses Thema, wie fährt denn das Auto? Fährt er anders? Merke ich was davon? Und vor allem am Ende des Tages, kostet der Hobel jetzt mehr Geld oder weniger? Und genau das klären wir nach dem Fahren dann im Fazit. Wir haben uns gleich zu Beginn mal eine schöne, schlechte Straße geschnappt.
Weil wenn es um das Thema Lautstärke im Innenraum geht und dass Dämpfer überarbeitet werden, dann ist ja wichtig, dass so ein Auto auf dieser Straße funktioniert mit den größeren optionalen 20 Zoll Felgen. Und ich muss sagen, das klappt wirklich gut. Du hast jetzt kein Poltern vom Fahrwerk her, was bei so großen Rädern immer ein Risiko wäre. Und er bügelt das wirklich schön weg. Und dazu hast du beim EV6 halt jetzt nicht irgendwelche künstlichen Sounds, irgendwas, sondern du genießt die Ruhe. Und auch so bei ein bisschen höheren Geschwindigkeiten, die wir schon gefahren sind, Lautstärke oder der Dämmungskomfort ist wirklich gut. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich sagen könnte, ja, ich höre wirklich weniger von dem E-Motor, aber Fakt ist, ich höre ihn nicht. Also von daher ist es auf jeden Fall gut, was wir da haben. Wenn man dann fährt, merkt man übrigens, dass ausstattungsmäßig vielleicht hier und da nicht alles golden ist, was glänzt, beziehungsweise ich habe ja zum Beispiel gesagt, dass wir das Head-Up-Display haben. Das Head-Up-Display ist auch wirklich ganz hervorragend. Nur wenn ich da nochmal so 2 Sekunden drüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, Momentchen mal, bei dem alten, ich meine, der hatte doch ein Augmented Reality Head-Up-Display. Wo ist das eigentlich hin? Wo ist Augmented Reality? Wo ist das alles? Wo sind die Oculus Rift-Brillen? Das ist alles so eine Komfortzone. Wo ist das? Wo ist die Augmented Reality? Und da merkt man halt, klar, da wurde hier und da vielleicht so ein bisschen gespart. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen der Augmented Reality und mehr Reichweite, ich würde mich für die mehr Reichweite entscheiden. So, will das Auto wirklich da runter? Ja, das Auto sagt, wir fahren hier runter, alles klar. Aber hier auf dieser schlechten Straße, wie findest du als Beifahrerin den Federungskomfort? Perfekt. Ich würde die schlechte Straße gar nicht merken. Oder man merkt, das Auto arbeitet. Mhm. Aber es ist weder laut, also es sind halt ganz viel Kies liegt hier gerade auf der Straße rum und du hörst aber gar nichts davon. Mhm. Und es ist sehr angenehm, also es ist ein sehr angenehmes Fahren. Diese Dämmung von den Rathausschalen, das ist ja auch wieder sowas für Steinchen und ähnliches, das merkt man aus meiner Sicht wirklich, da kriegt man sehr wenig mit. Grundsätzlich ein Kia hat immer noch so diesen bisschen dynamischen Ansatz, also so ein bisschen straffer ist er schon. Er ist jetzt nicht so C5X-mäßig weich. aber das ist gut, er ist auf einem sehr angenehmen Punkt und das gleiche gilt auch für die Lenkung. Das heißt, ich habe jetzt keinen sehr starken Widerstand, aber ich habe aus meiner Sicht für diese Form von Fahrzeug und für diese Marke einen genau passenden Lenkwiderstand und die Direktheit und es fühlt sich einfach sehr symbiotisch für den Fahrer an, wie das Fahrzeug fühlt sich einfach gut an, wie das zusammen funktioniert. Und allgemein, auch jetzt könnten wir wieder über das E-Auto fahren diskutieren, aber ich glaube, die meisten, die jetzt noch an diesem Punkt im Video sind, die sind eh pro E-Auto eher. Aber es funktioniert halt einfach gut, weil es ist so schön leise und angenehm. Bei der Rekuperation noch ganz spannend, du hast diese Wippen hinter dem Lenkrad, die ich vom Material auch ziemlich hochwertig finde. Und das heißt, du kannst 0, 1, 2, 3 und Automatik einstellen. Und du kannst zusätzlich, wenn ich jetzt die linke mal, Moment, hier wird die maximale. Du kannst auf jeden Fall aber auch in diesen One-Pedal-Modus gehen. Und da muss ich einmal so, 3, 2. So, ich werde nämlich immer die Rekuperation auf Level 2 stehen. Das klappt und das ist auch so ein bisschen zum Rumspielen, wenn man möchte, weil Schaltwippen brauche ich ja nicht. Aber diese Rekuperationswippen, das funktioniert da auch ganz gut. So, und jetzt sind wir, glaube ich, raus aus dem Ort und dann können wir so, nein, sind wir nicht. Dann können wir so ein bisschen zeigen, wie das hier mit dem Auto klappt. Aber auch da, wenn du bist von 20 auf 50. So, das sind 229 PS, das ist in Ordnung. Ach so, ich habe bei der Technik gar nichts zu den Leistungsdaten gesagt. Habe ich nicht, Frau. Frau. Ja, oh, Frau. Ja, Frau denkt gerade nach. Nee, hast du tatsächlich nicht. Okay, also guck mal, hier dürfte man auf der Straße dürfte man 90 fahren, deswegen beschleunigen wir einmal so ein bisschen. Wie findest du das vom Vortrieb? Ich mag es, dass es nicht geisteskrank schnell ist. Also es ja. ist schnell, aber es ist nicht geisteskrank. Genau. Und das Wichtige da ist, das Auto rammt immer die Leistung an. Das heißt, wir sind jetzt in einem normalen Modus. Ah, guck, gerade Gegenverkehr, muss man einen Moment aufpassen. Aber das hier ist ja die Poweranzeige. Die kannst du bitte gleich jetzt mal zeigen. Das heißt, wenn ich jetzt hier von 30 auf 90 beschleunigen will, springt sie nicht auf voll, sondern, guck mal, sie baut sich auf, baut sich. Guck mal, je schneller wir werden, gibt er quasi Leistung frei. Und das heißt, die Beschleunigung wird dann auch stärker. Es gibt 3 Stufen. 170 PS beim kleinen Akku. Dann gibt es 229 PS mit dem großen Akku, das ist das, was wir hier gerade fahren. Und dann gibt es die Allrad-Varianten mit 325 PS und den 605 Newtonmetern, das ist das, was ich euch im ersten Video gezeigt habe. Diese mittlere Stufe, 229 PS, nur Hinterradantrieb, 350 Newtonmeter, das ist genau die passende. Weil ich habe zwar ein 2,1 Tonnen Auto, aber das ist von den Fahrleistungen und vom Fahrgefühl
aus meiner Sicht ideal passend für das Auto. Bedeutet 185 darf er schnell fahren, 7,7 Sekunden von 0 auf 100. Und die Normverbräuche, das hängt natürlich immer ein bisschen von der Felgenwahl ab, ist so bei um die 16 Kilowattstunden. So, und das ist passend. Wir sind nämlich fast 100 Kilometer gefahren. 97,2 Kilometer sind wir gefahren. Und wir haben 15,3 da stehen. Ist also voll zu schaffen, weil wir haben die ganze Zeit die Klimaanlage an und Radio und Licht und was man nicht alles an Verbrauchern anhaben kann. You name it, wir machen es an. Also von daher sind diese 15,3 wirklich gut und wir haben so ein bisschen die technischen Daten da noch mit abgeschlossen. Und das Schöne ist, du kannst das in dieser absoluten Ruhe halt machen. Übersicht nach vorne finde ich ganz gut, Übersicht nach hinten ist ein bisschen schwierig aus meiner Sicht. Und wenn wir da vorne so eine kleine Fläche haben, zeige ich euch mal die Wendigkeit bzw. die Rückfahrkameras, weil die finde ich recht gut. Also erstmal hier wenden. Hast du eigentlich schon mitbekommen, wie der Wendekreis von dem Auto ist? Nein. So, dann. Überrasch mich bitte. Ich bin überrascht. Das ist klein, oder? Das ist winzig. Für ein so großes Auto ein wirklich kleiner Wendekreis. Und dann einmal, guck mal, wir haben die Kamerataste. So, das heißt, hier könnte ich jetzt mein Rad perfekt positionieren. Das ist die 360-Grad-Kamera, die ich wirklich schön finde. Wir können aber auch hier so eine Rundumsicht haben, wo ich mir genau anschauen kann, wo ich bin. Schade, dass der weiß ist und nicht rot, wie das Auto tatsächlich. Das ist natürlich schade, da hast du recht. Ach, ich war doch gerade in der Einstellung. Oder ich kann jetzt natürlich sagen, nee, ich will gerade nach hinten gucken. Also Auflösung, Qualität, davon finde ich echt gut. Nächster Punkt beim Fahren abgehakt. Thema für mich ist aber hier Gefühl, Fahrwerk, Lenkung, Bremse. Das kann Kia einfach auf den Punkt. Das macht richtig Spaß. Dazu wird mir natürlich immer gesagt, wann muss ich wie zum Laden anhalten. Das kann mir das Auto auch alles sagen. Da aber ein wichtiger Punkt noch, das habe ich aber selber nicht gemacht. Muss man mal schauen. Moment, doch da. Wenn ich hier in mein EV-Menü gehe. Ein großer neuer Vorteil, den wir nämlich haben. Du kannst das Thema Konditionierung. Moment, ich muss da einmal anhalten für, damit ich es sicher gemacht habe. Ich kann hier die Akkukonditionierung manuell starten. Das heißt, bisher war es immer so, dass er über die Navigationsziele gesagt hat, oh, ich muss die richtige Temperatur für meinen Akku erreichen, damit ich schnell laden kann. Das könnte ich jetzt hier auch manuell machen. Wenn ich also weiß, ich fahre zur gleichen Ladesäule wie immer, ich will dafür mein Navi nicht anmachen, dann tippe ich hier einmal die Vorkonditionierung an, dann habe ich die richtige Temperatur und das ist eine ganz coole Geschichte. Apropos coole Geschichte, guck mal, geradeaus ist alles frei. Das heißt, ich kann hier im Drive-Mode auch sagen, natürlich Sport. So, aber jetzt auch wieder hier dieses Anrampen, also. Bei 90 gibt er uns die volle Leistung frei. Vorher regelt er es ein bisschen runter. Bedeutet aber auch, wenn ich irgendwo abbiege mit vollem Lenkeinschlag und Gasgeber, der macht das clever. Du bist zügig, um wegzukommen. Du hast aber nie ein Traktionsproblem. Und deswegen, aus meiner Sicht, braucht man auch die Allrad-Variante nicht. Ja, die ist natürlich toll, schnell und so weiter. Kostet aber auch 4.000 Euro Aufpreis. Diese 4.000 Euro würde ich mir auf jeden Fall sparen und eher solche Pakete nehmen, dass ich meine Sitzlüftung mit dabei habe, dass ich mein Sitz-Relaxation-Paket habe, dass ich mein Head-Up-Display habe und so. Das wäre mir persönlich wichtiger, weil von der reinen Performance, hast du mich wieder angestoßen. Das klang auch nicht gut. Jedes Mal ein paar Gehirnzellen weniger bei jedem Fahren, das ist echt nicht gut für uns. Aber deswegen fahren eigentlich soweit, ich sag mal, abgeschlossen. Kleiner Wendekreis, federt straff, aber gut. Toller Geräuschkomfort, ausreichend Vortrieb, dabei auch noch effizient. Da aber im Fahren habe ich wirklich wenig zu meckern, außer vielleicht halt die Übersicht nach hinten, wenn ich mich gerade nicht an meinen Kameras orientiere. Und ja, am Ende des Tages sind halt immer noch 2,1 Tonnen. Also die letzte Sportlichkeit holst du nicht raus. Aber für dieses Entspannte, ohne zu langsam zu sein, das macht er schon echt gut. Frau, sag du noch drei Sätze zum Mitfahren? Meine Gehirnzellen sind gerade nicht verfügbar. Aber ich mag das Fahren in diesem Auto. Ich fühle mich hier so wohl eingebaut in ein richtiges Auto. Und ich, wie gesagt, ich mag das, dass es nicht so geisteskrank schnell ist. Airtime! Siehst du? Und die Gehirnzellen bleiben im Kopf. Oh, da kommt aber. Kommt da gleich ein Kreisverkehr. Nee, also. Der kam unerwartet. Nee, der kam nicht unerwartet. Da war ein Schild. Ist jetzt nicht so, als ob ich das Schild nicht vor. Das wird knapp! So. Aufnahme gestoppt. Das ist die Zeit für uns, ins Fazit zu gehen.
Der Kia EV6 war so richtig vorreitermäßig unterwegs. Er war bei vielen Dingen der Erste. Der erste Kia auf einer reinen E-Plattform. Der erste Kia, der das neue Logo getragen hat. Das erste koreanische und auch einzige koreanische Auto, das Car of the Year geworden ist. Das erste Auto für die große Masse mit 800-Volt-Technologie und auch das erste Auto mit diesen Opposites United, also diese verbundenen Gegensätze irgendwie in der Designsprache. Dann hat er sich, was das Design angeht, ein bisschen überholen lassen von seinen ganzen Konzernbrüdern und Schwestern. Und jetzt ist er da wieder richtig mit drin. Das heißt, dieses ganze Thema Starlet-Design und ähnliches, da ist er voll drin. Und ich muss sagen, diese ganzen kleinen Updates, die stehen dem Auto gut. Und manchmal mag man halt Autos und manchmal mag man Autos nicht. Und ich muss sagen, der EV6 ist so ein Herzensauto, wo ich sagen muss, der fährt einfach gut, ist optisch extravagant, ohne überladen zu sein. Denn wir zusammen, also egal ob meine Frau, ich und auch ihr hinter der Kamera oder hinter dem Bildschirm, ihr habt euch hoffentlich mit uns ja die letzten Tage mal ein EV3 angeschaut. Und der zum Beispiel war mir hier so ein bisschen zu viel los und zu viel Action. Aber hier hast du ein bisschen weichere Form mit dem geschwungenen und dazu halt eine 800-Volt-Technologie, dass ich sagen muss, bei dem Auto, da geht mir so richtig das Herz auf, weil es halt diese große High-End-Technik für einen attraktiven Preis ist. Und das bringt uns halt so ein bisschen zu dem Gesamtfazit und gleich auch zu den Punkten. Das heißt, losgehen tut es beim EV6 bei 44.990 Euro. Das sind also 9.000 Euro mehr als beim EV3. Dafür bekommst du auch 40 cm mehr Auto und halt vor allem diese 800-Volt-Technologie. 5.000 Euro musst du in die Hand nehmen, um den größeren Akku zu bekommen und weitere 4.000 Euro, um den Allradantrieb zu bekommen, der dann halt diese ungefähr 100 PS mehr hat und auch ungefähr 100 Kilo mehr auf die Waage bringt. Das heißt, meine Empfehlung wäre so wie hier, großer Akku, aber Hinterradantrieb, wahrscheinlich aus optischen Gründen eher ein GT-Line und dann wäre ich persönlich sehr happy damit. Ich muss aber auch sagen, dieses Rot steht ihm sehr gut. Und bevor ich das in Punkten noch festhalte, liebe Frau, Gesamtfazit zum EV6. Ehrlich. Schicke Optik. Ja. Nicht geisteskrank schnell. Ja. Sehr praktisch im Alltag. Ja. Okay. Fazit Ende. Okay. Und halt der Hauptpunkt, den haben wir jetzt noch gar nicht ausprobiert, ist halt einfach die Tatsache, dass du super schnell laden kannst. Aber wir sind jetzt heute bis jetzt gefahren. 100 und lass mich gucken. Eine Sekunde bitte. 110 Kilometer und haben dann noch 81% Akku. Das heißt, wenn man das mal hochrechnet, wären wir ja ziemlich genau bei 500 Kilometern, die wir reichweitenmäßig kommen. Also nach 450 Kilometern würden wir laden. Das also, damit es ein bisschen besser einschätzen kann. Aber jetzt zu den Punkten und ich blende sie relativ zügig ein. Ich habe schon den EV6 als Vorfacelift getestet. Da war ich beim Preis ein bisschen zu euphorisch. Ich habe ihm 9 Punkte gegeben, das ist zu viel. Der ist preis-leistungsmäßig fair, vor allem wenn du das 800-Volt-System bedenkst. Dafür kriegt er beim Wiederverkauf aber mehr Punkte. Da sind wir einfach über die Jahre ein bisschen schlau geworden. Aber der Punkt vor allem ist, du hast ein gutes Raumangebot, du hast einen ganz hervorragenden Komfort. Je nachdem, wo und wann und wie du lädst, sind die Unterhaltskosten kalkulierbar. Und auch der Wiederverkauf zeigt, du hast nicht diesen EV6, der damals als erster mit rausgekommen ist, den du jetzt für 10.000 Euro hinterhergeworfen bekommst. Die Preisstabilität ist durchaus gegeben. Bei der Optik, wie aus meiner Sicht, diese kleinen Themen hier und da tun ihm gut. Ich mag, dass er hier hinten schön diese Silhouette mit aufbaut und sogar beleuchtet. Haken dran, super. Fahrspaß, er ist nicht geisteskrank schnell, da hast du recht. Er liegt aber einfach sehr gut. Das ist so ein gediegenes Alltagsauto. Gibt es einen ganz großen Haken. Wie gesagt, meine Empfehlung wäre, verzichtet auf die 100 Kilo vom Allrad. Braucht er auch nicht. Ausstattung, das ist ein interessanter Punkt. Ich gebe ihm jetzt in einem Punkt weniger als damals. Er hat damals 9 bekommen, bekommt jetzt 8. Warum? Du hast hier alles drin, was du brauchst. Mir würde es an nichts fehlen. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, Augmented Reality im Head-Up-Display, die ist auf einmal weg. Das heißt aber, da hat man halt auch gemerkt, was brauchen die Leute wirklich und wo ist Technik vielleicht auch zu viel. Er ist angenehm lautlos zu fahren, was den Klang angeht. Und beim Image muss ich sagen, ich freue mich immer, wenn ich ein EV6 sehe, weil es hat ein bisschen etwas Besonderes. Das heißt, er kriegt jetzt zwar weniger Punkte als beim ersten Mal, nämlich 74, also 73. 37 für meinen Kopf und 37 für mein Herz. Aber er ist keineswegs schlechter geworden als vorher. Man lernt über die Zeit nur so ein bisschen mit dazu. Und wenn man jetzt so diesen großen Vergleich zieht, was kostet ein Auto und was sollte ich mir holen? Also so wie hier steht, alle Optionen gezogen,
bei der Hinterradantriebsvariante sind wir bei 58.000 Euro. Das ist natürlich wieder schwierig, wenn du so diesen Tesla-Vergleich ziehst, den kriegst du günstiger. Aber wenn du halt eine Tesla-Alternative suchst, dann bist du hier richtig, weil du super schnell laden kannst, weil du eine gute Effizienz hast, du hast ein gutes Raumangebot, du hast die Tasten für Dinge, die du auch irgendwo brauchst. Und im Gegensatz zu einem Tesla-Händler würde der Kia-Händler auch den ein oder anderen Euro Rabatt auf das Auto geben. Und deswegen macht das preislich durchaus Sinn, weil günstiger mit 800 Volt fahren funktioniert halt nicht. Und wer einmal mit 800 Volt geladen hat, der will immer mit 800 Volt fahren. Weil von 10 auf 80% in einer halben Stunde laden ist ganz nett, aber in 18 Minuten laden ist besser. Ja, und das war unsere kleine Reise. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut, so die Updates von EV6 zu sehen. Danke, meine Frau. Danke an Kia für die Gelegenheit. Danke an Petrus, dass er auch mitgespielt hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euch bis dann immer gute Fahrt und ciao. Diese Folge wurde euch präsentiert von Echt Autos. Autos einfach online kaufen.